Er hat hunderte von Kakteen bei sich daheim. Der Rolli Stuber aus Basel kennt die Pflanzen in- und auswendig. Schon als Bub hat er sich leidenschaftlich für Kakteen interessiert. Der gelehrte Krankenpfleger hat auch schon viele Vorträge dazu gegeben, wie man mit diesen stacheligen oder pilzigen Pflanzen umgeht. Der Michel Schultheiss ist im Garten des Kaktuskenners vorbeischauen. Ein Coiffeurtermin ist fällig, damit die Frisur stimmt. Der Rolli Stuber schaut liebevoll zu seinen Kakteen in seinem Garten. Und das schon seit 40 Jahren. Das ist meine älteste Pflanze. Die ist von dem Herrn Hägler. 1982 hat das Nummer 28. Alle Pflanzen sind nummeriert. In einer Kartei abgelegt. Und der Hans Hägler, das ist sozusagen auch eine Ahnenpflanze von mir. Die haben alle spezielle Etiketten. Und da steht das Geburtsdatum und das Sterbedatum drauf. Er experimentiert auch immer mit neuen Formen. Sein neuestes Projekt? So eine flache Form. Da möchte ich jetzt probieren, dass ich dort Dornen dran ankriege. Und zwar gelbe Dornen, lange Dornen. So wie die da vorne. Die Pflanzen. Das ist ein Capricorne, Astrophytum Capricorne, Boxhorn-Kaktus. Und jetzt habe ich es davon geschafft, dass die so kleine Dörne hier haben, ganz gelbe. Aber normalerweise ist es Blut. Möglich ist es auch, ein Kaktus auf den anderen drauf zu pfropfen. Der Unterkaktus hat sich verschmelzt mit dem, was da oben drauf ist. Und jetzt gibt es sozusagen etwas Neues, eine Chimäre. Wie aber macht man das? Der Rolli Stuber zeigt es vor. Zuerst braucht man zum Fixieren eine Dorne. Und dann geht es zum Weihnachtskaktus. Und der wird jetzt auf eine andere Kaktusart aufgepfropft. Und jetzt nehmen wir den Trieb. Stecken den hier drin rein. Den richtig runter. Pressen. Nehmen den Dorn, den wir abgehauen haben. Und die in da durchstecken. Und jetzt braucht es wieder die Geduld. Geduld, das hat er auch auf seinen Reisen nach Nord- und Südamerika gebraucht, um seltene Exemplare können in freier Natur zu sehen. Denn die furchtbarsten Täler hinterher, die wahrscheinlich niemand hinterfahren würde, sind wir Kakteen suchen. Wir haben aber keinen einzigen Kaktus mitgenommen. Weil das ist eigentlich verboten, das sollte man nicht machen. Man sollte auch von den Ferienorten keine Pflanzen mitnehmen. Es gibt einen Haufen Sommer, die man kaufen kann. Und wenn man den Kaktus großzieht, empfiehlt Rolli Stuber, ihm nicht zu viel Wasser zu geben. Man könnte darum den Kaktus ersäufen. Man sollte ihm selten Wasser geben, dann aber richtig. Und dann wieder zwei Wochen warten. Und jetzt zum Spiel.